Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica hier auf dem Kanal der Spieleflut. Ich bin wieder am Start hier mit meinem kleinen, aber feinen Game. Und ich muss mich mal eben kurz ein kleines bisschen zurechtfinden. Ich habe nämlich hier... Gesundheit brauche ich jetzt mal nicht. Genau, ich wollte mich ja so ein bisschen vorbereiten auf einen Gang zur Aurora. Und ich gucke mal eben, wie weit mein Bäumchen ist. Mein Bäumchen ist natürlich noch nicht sehr weit. Aber ich nehme schon mal das Wasser und da trinke ich mal eben. Da kann ich mich nämlich mal eben einmal kurz voll tüddeln. Wie sieht es hier mit der Energie aus? Ja, das ist soweit okay. Da können noch ein paar von denen rein. Habe ich da überhaupt noch was von? Nee, Tatsache nicht, ne? Guck mal, was ist denn hier drin? Ah, hier sind noch Eier drin. Aber die Eier möchte ich natürlich gerne ausbrüten. Beziehungsweise da möchte ich gerne noch ein paar andere finden. Wie sieht das denn aus? Im Battery Charger ist nichts drin. Die Batterien sind soweit alle voll. Hieße eigentlich im Klartext, wir könnten mal zur Aurora gehen, ne? Ich habe ja den Laserschneider und das Schweißgerät dabei. Dann lasst uns das doch mal fix tun. Wo ist denn die Motte? Sollen wir das einfach mal wagen in dieser Folge? Welcome aboard, Captain. Ich glaube, wir wagen das Tänzchen mal, wa? Dann lasst mal loslegen. Wir wagen das Tänzchen jetzt einfach mal. Es soll ja auch spannend sein. ...21% habe ich noch für die Motte. Das sollte eigentlich hinhauen. Denn der Eingang ist ja nicht weit hier weg. Und ich habe nämlich auch kein Licht an. Mal eben kurz hoch. Ja, okay, da hinten ist der Eingang. Da wären wir jetzt natürlich mit der anderen großen, wären wir besser dran gewesen. Aber ich schwimme jetzt einfach mal schnurstracks dahin. Ich gucke jetzt nicht links und ich gucke jetzt auch nicht rechts und ich hoffe, es ist keiner von den fetten Ollis und macht mich hier blöd von der Seite an. Da hätte ich nämlich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. Mal eben kurz hoch. Genau, hier ist das Eingangstor. Ich guck mal eben, ob wir zumindest mit der Motte da einmal reingeschwommen kommen. Oder ob wir uns da aufschlitzen. Na, es sollte gehen. Okay, hier kommen wir rein. Ich hoffe, die Motte kriegt das so. Ich weiß auch noch so ungefähr, wo ich hin muss. Das heißt, ich werde mich jetzt mal hier raufbegeben. Genau, ich weiß noch ungefähr, wo ich hin muss. Und ich werde jetzt mal direkt schnurstracks dahin flitzen. Wenn die das nicht umgebaut haben, dann weiß ich das immer noch aus der letzten Folge. Also nicht aus der letzten Folge, aus dem letzten Dings. Batterie ist natürlich perfekt. Und die Jungs hier wollen wir natürlich ans Leder, ne? Halt! Ich glaube, die Kisten mache ich mal zum Schluss, wenn ich hier alles fertig gemacht habe. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Genau, hier war das nämlich. Den schießen wir einmal kurz hier rüber. Genau, dann können wir nämlich hier einmal weiter. Genau, um die Kisten kümmern wir uns dann später. Oha, hier ist aber ein bisschen was anderes am Start, ne? Was ist die Hitzesignatur? Ah, hier kann ich den Druckkompensator aufnehmen. Das ist natürlich geil. Mhm, genau, hier musste ich runter.
Da muss ich ja mal eben gucken. Das Schweißgerät, da tue ich mal auf die 3. Da muss ich nämlich gleich einmal hier eine Runde schweißen. Hitzesignatur 900 Meter. Ach so, nee, Quatsch. Das war ja gar nicht die Hitzesignatur. So, bitte einmal schwimmen und hier sind wir richtig. Ah, sehr gut. Hier haben wir auch noch was. Perfekt. Jetzt können wir nämlich hier schweißen. Wir müssen, glaube ich, 10 Stück schweißen. Containment breach repaired. Further breaches detected. Da ist auch noch einer. Ah, die gehen ja ein bisschen schneller. Das ist gut. Containment breach repaired. Further breaches detected. Ja, ich spring mal eben hier rein. Ich möchte gerne wissen, ob hier unten... Das sind ja noch die kleinen Scheißer gewesen, ob die immer noch hier sind. Ich höre zumindest jetzt... Ich höre zumindest jetzt gerade keinen. Hier ist auch noch einer. Wie ist es denn mit meinem... Ah ja, meine Luft geht noch. Containment breach repaired. Further breaches detected. Ich meine, 10 Stück waren das, ne? Ich schwimm mal eben rum. Da hinten ist noch eins. Da hinten ist noch was. Nimm ich mal eben den hier. Containment breach repaired. Further breaches detected. Den kriegen wir auch noch hin. Und da kann ich gleich mal eben kurz auftauchen. Containment breach repaired. Further breaches detected. Ja. Containment breach repaired. 2 Stück fehlen noch. Lass mal eben kurz hier einmal auftauchen und dann haben wir da unten noch eins. Genau, und dann bin ich mal gespannt. Irgendwo habe ich eins übersehen. Containment breach repaired. Further breaches detected. Ist hier auf der Seite noch eins, was ich übersehen habe? Hier, ah, hier. Da bin ich dran vorbeigeschwommen. Okay, dann hätten wir gleich alle. Eins ist nämlich noch offen. Attention. High energy particle containment field restored. Auto decontamination sequence initiated. Ah, gut. Magnetic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. Okay, wie komme ich denn da hinten rum? Kann ich hier hinten nochmal rumgehen? Ich glaube ja, ne? Da ist nämlich noch was, was ich holen kann, glaube ich. Hier fällt Autsch Hitze runter, aber hier ist noch was. Hier ist... Oh ne, den kann ich... Oh, schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht auch was zum Abholen. Ne, habe ich hier nichts mehr. Ja gut, dann... Oh, dann schwimme ich mal zurück. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Nö. Nur die Sachen, die ich da... lockt. Okay, dann kann ich jetzt nämlich wieder rausgehen. Und kann mich dann nämlich mal den Kisten widmen. Mal gucken, was ich da noch alles mitbekomme. Dann haben wir nämlich hier das Leck schon mal fertig gemacht. Das ist sehr gut. Wir können auch mal gucken, ob wir hier irgendwie was scannen können.
Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Das kann ich zumindest nicht scannen und hier hinten komme ich nicht weiter. Nee. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall hier jetzt erstmal raus. Das ist hier soweit alles safe. Dann nehme ich mal kurz die Waffe an mich. Und kümmere mich mal kurz um die kleinen Scheißer hier. So, und mal eben gucken, ob wir hier dann vielleicht noch die ein oder andere schöne Kiste einmal gleich finden. Hier haben wir doch noch eine. Das ist sehr gut. Die ist allerdings leer. Autsch. Da habe ich mir gerade den Arsch verbrannt. So, dann haben wir hier auch noch ein Kistchen. Mit einer Batterie drin. Sehr gut. Ah, schönes Zeug gibt's hier. Komm, ich krieg das alles mit. Oh, what was this? Den hatten wir schon, ne? Ja. Oh, ich muss gucken, dass ich hier nicht in das Feuer reinrenne. Das ist nämlich nicht gerade sehr angenehm. Das ist leer. War da nicht noch was? Hatte ich nicht noch eine Kiste gesehen? Ah ja, hier. Da haben wir noch was. Hey! Fällt mir hier die Kiste um. Da haben wir noch was. Mach die Kiste auf. Da haben wir noch was. Der wollte mich doch glatt anspringen, der kleine Scheißer. Die Kisten habe ich alle offen jetzt hier, ne? Ist da hinten noch was? Ne, ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Perfekt. Dann sind wir ready. Geologische Formation. Oh, perfekt, wir sind ready, ne? Würde ich sagen. Oh, wow. Schaut euch das mal an. Das ist ja der Kracher. Ich glaube, ich gehe nochmal eben hier runter. Oh, da fährt jetzt gerade ein Moped bei mir vorbei. Ist auch sehr krass. Geh mal weg. Ist das etwas, was ich scannen kann? Nein. Hammerhart. Boah. Ja, das sieht richtig krass aus, oder? Davon muss ich jetzt echt ein Dings machen. Davon muss ich echt mal eben kurz einen Screenshot machen. Ach, das ist mein Suchenfenster wieder. Na, perfekt. Krass. Ja, dann gehen wir mal wieder hoch, ne? Hammer, hammer, hammer. Aber wir haben jetzt so einige Sachen mitgenommen. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ich flitze jetzt mal wieder nach Hause. Denn das ist genau das, was wir in dieser Folge mehr oder weniger eigentlich auch nur vorhatten. Ich weiß, es war nicht sehr viel, aber hier ist noch ein Wrack, aber da ist auch ein Hai. Aber da ist auch noch was. Ich muss mal eben kurz hier raus. Moment mal, ich muss es mal eben wagen. Eben das Scannerraumfragment abscannen. Das habe ich nämlich noch nicht. Ich hoffe, der Hai kommt jetzt nicht auf mich zu. Hier müsste doch eigentlich noch ein anderes sein, oder?
Warte mal, ich gehe mal eben kurz hier unten hin. Hier sind ja auch noch Container. Da ist nämlich ein Hai. Hoppala. Was ist das? Ach, ein Signal war das. Eine Batterie. Ich bräuchte noch eins von den Dingern. Das wäre super. Ich fliege hier nochmal eben kurz rum. Vielleicht sehe ich ja noch einen, wo ich aussteigen kann. Warte mal, ich bräuchte... Ah, da ist einer von den Jungs. Da hinten ist einer. Genau, hier ist noch was. So. Wo habe ich denn jetzt gesehen hier? Energietransmitterfragment. Sheet. Da unten ist auch noch eins. Oh Mann, jetzt wage ich es aber. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Power Cell Charger Fragment. Ja, das habe ich ja eigentlich schon. Moment. Nee, das habe ich eben noch nicht. Ich bin jetzt mutig. Ich gehe nochmal eben kurz herunter. Scannerraumfragment. Jawohl, jetzt habe ich es gleich. Super. Geilo. Mega. Mega gut. Perfekt. Das haben wir. Alles klar. Da haben wir eigentlich schon alles, was ich für diese Folge wollte. Ich mache mich mal eben schnell hier rein. Und fliege mal direkt nach Hause. Wo ist meine Base? Da hinten ist meine Base. Genau. Fliege mal direkt eben nach Hause. Es ist ja schon mitten in der Nacht. Aber wir haben... Ha! Wir haben die Dings abgeschaltet. Mega cool. Die Strahlung haben wir abgeschaltet. Dann haben wir alles, was wir brauchten, haben wir mitgenommen. Wir haben alle Kisten geöffnet. Wir haben sogar noch da ein Blueprint für die sag schnell, für die Submarine gefunden. Das ist auch sehr cool. Können also hier dementsprechend dann ein bisschen größer weitermachen. Energie hat die jetzt nur noch 9%. Ich mache mal eben das Licht aus. Dann können wir uns nämlich bei der nächsten Gelegenheit mal unsere die Submarine aufbauen. Ha, super. So, ich muss mir das mal eben kurz angucken. Was haben wir jetzt? Power Cell Charger. Eins von drei, gut. Und Laborabfalleimer, okay. Wir haben also alles andere soweit dabei. Den Distillanzug habe ich, Strahlenschutzanzug. Habe ich den Distillanzug eigentlich schon gebaut? Wow, Alter, wie viele Batterien habe ich denn jetzt mitgenommen? Energiezellen auch. Boah, geil, Omat. Zyklop-Energieeffizienzmodul. Ha! Druckkompensator. Perfekt. Perfekt. Signal. Habe ich nicht zwei Signale aufgenommen? Trink mal eben die zwei Wasser. Ich glaube, aber ich hätte doch eigentlich... Also ich packe mal die Sachen mal eben hier alle rein. Das. Druckkompensator. Und das Signal, Koordinaten, Balancing Rock. Oha, oh, oha. Krass, oh Mann, ich muss was essen. Oh, ich muss auch, brauche auch Gesundheit. Pfeife ich mir den mal eben rein. Und was ist? Head Signature.
Oh, Huge Pillar. Strahlenschutzhelm. Habe ich mir den nicht schon gemacht, den Anzug? Ich meine, ich würde mich dunkel erinnern, dass ich mir den Anzug schon gemacht habe. Ich kann mich natürlich auch böse täuschen. Ja, ich habe mich böse getäuscht. Ich gehe mal kurz was essen. Mein Baum ist ja, ja noch nicht ganz fertig, aber gut, ich nehme erstmal hier von dem. Da kriege ich erst nochmal was von. Bin ich erstmal auf 100. Super. Huge Pillar und Heat Signature. Ach so, die Dinge habe ich hier oben drin. Ah, Krassomat. Deswegen sehe ich die auch immer im Schirm. Ich hole Fritte. Geologische Formation. Ja, jetzt, das sagt mir mal einer. Das muss mir auch mal einer sagen, ey. Warte, wo kommt denn jetzt nochmal das Essen rein? Großes, gefiltertes Wasser brauche ich ja nur. Aber die muss ich nochmal eben hier rausnehmen. Die müssen nämlich hier mit rein. Wir haben nämlich nicht mehr viel, obwohl, die könnte ich... kann ich aus dem Bioreaktor wieder rausgeholt werden. Ich habe ja auch noch Außenbeete, ne? Fällt mir mal gerade ein. Da kann ich ja eigentlich auch noch ein paar Sachen anpflanzen. Würde ich mal so streng behaupten. Warte mal, der Erbauer. Scannerraum, immer jetzt das Glas, Titan, Computerchip. Den müssen wir dann auch noch machen. Den Bioreaktor haben wir. Innenbeet, Außenbeetkasten. Titan 2. Warte, ich mach das mal kurz. Ich habe ja hier noch Titan. Mache ich mal eben ein paar Außenbeetkästen. Da unsere Base ja hier bleibt, können unsere Außenbeetkästen... erstmal hier hin. Ne, würde ich sagen. Die können mal hier mit dran. Ich glaube, die kann ich ja nachher auch wieder abbauen, oder? Ich mache erstmal nur zwei. Da kann ich dann nachher ein bisschen anpflanzen. Genau, und der kann dann... der kann dahin. Was ist hier nochmal mit dem Gras? Kann ich das hier abschneiden? Hahaha, pass auf. Das ist ja... Pass auf. Windegrassame. Die kann ich nämlich jetzt hier anbauen. Hihihi. Was ist mit dir? Kann ich dich auch abhacken? Oh! Wieso ist mein Messer jetzt kaputt? Das muss ich aber mal hier... ach fuck, ich muss die Werkbank auch noch machen, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Okay, das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich muss mir jetzt erstmal ein Messer schnitzen. Fällt mir mal gerade so auf, weil mein Messer nämlich im Sack ist. Silikongummi. Silikongummi, habe ich den noch? Ich guck mal eben schnell. Nö. Magnesium. Lithium. Kreislauftauchgerät. Essen. Okay,
Gut, muss ich mich dann beim nächsten Mal drum kümmern. Meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier auf dem Kanal der Spieleflut am nächsten Samstag. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, vielleicht mache ich 2 Stunden, aber ich werde es zeitlich leider nicht schaffen. Deswegen wird diese Folge heute nochmal, ja, 20 Minuten ein bisschen was sein. Und ich freue mich aber, euch beim nächsten Mal zu sehen. Wir haben die Aurora, ja, die Strahlung abgeschaltet. Supergeil. Das war erfolgreich diesmal. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin. Ciao.